Hallo. Hallo, Herr Giermann. Herr Rohrer. Schön, Sie zu sehen. Grüß Sie. Danke, gleichfalls. Wie geht's? Danke, wunderbar. Schön. Kann nicht klagen. Sie waren auf einem Termin hier in Berlin. Jawohl. Und müssen jetzt zurück nach Hause. Ich darf. Ja. Ich habe die Ehre, Sie zum Flughafen zu begleiten. Also ja. Insofern freue ich mich auf eine spannende Fahrt. Ja, danke. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind yes. Florian Giermann, arbeiten bei Noventi als Key Account Manager. Ja. Und wir kommen später dazu, warum Sie so spannend sind für das Platz Online-Geschichten-Taxi. Aber jetzt sagen Sie doch mal kurz, was machen Sie eigentlich als Key Account Manager bei Noventi? Genau, also zu den Aufgaben eines Key Account Managers gehört normalerweise Produkte verkaufen an bestimmte Interessengruppe. Die Noventi ist ja als Holding eher, hat keine Produkte, sondern Firmen, die dann Produkte haben. Okay. Und ich halt einfach den Kontakt in bestimmte Interessensgruppen. Also Apothekenkooperationen, teilweise auch Verbände und ähnliches. Okay. Das heißt, Sie sind viel unterwegs? Viel unterwegs und pflege da ein über die Jahre gewachsenes Netzwerk, das fast ausschließlich im Apothekenbereich sich bewegt. Verstehe. Genau. Sie haben derzeit bei Ihren vielen Reisen und vielen Kontakten ein ganz bestimmtes und spannendes Thema unterwegs, nämlich und zwar geht es um die Präsenz von Apotheken in den Social-Media-Kanälen. Yes. Da haben Sie zum Beispiel auch schon in der Bayerischen Landesapothekerkammer einen Vortrag gehalten und vielleicht sogar in anderen Kammern. Oder, also auf jeden Fall sind Sie mit dem Thema aktiv. Genau. Ja, und da wäre jetzt meine erste Frage. Wie kommen Sie zu dem Thema? Also merken Sie, das ist ein relevantes Thema für Apotheker? Fragen die danach oder wie kommen Sie dazu? Also es ist mit Sicherheit ein relevantes Thema für Apotheker. Ja. Wie ich dazu komme, ich nutze, glaube ich, Facebook seit 2007, wusste am Anfang gar nicht, was ich damit soll. Okay. Das ist jetzt 12 Jahre her. Seitdem ist, wenn ich mal im Büro bin, was ja, haben Sie richtig erklärt, das kommt nicht allzu oft vor, weil ich viel unterwegs bin. Wenn ich im Büro bin, habe ich tatsächlich die einzelnen Plattformen, Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, die habe ich alle offen in meinem Browser. Bling, bling, bling. Ich gucke da nicht die ganze Zeit drauf, aber manchmal macht es bling und dann kommt was rein. Und das ist für mich, das ist keine Werbeplattform oder irgendwas, sondern das ist ein Kommunikationsmedium. Okay. Und natürlich schreiben mich die Menschen nicht nur per Mail oder per Telefon an, sondern da kommt ganz viel Kommunikation auch über soziale Netzwerke eben. Und ich beobachte auch viel, dass immer mehr Apotheken sich dort eben positionieren. Ah, ja. Und von daher, ich wurde im Frühjahr angefragt von der Bayerischen Landesapothekerkammer, ob ich mir das vorstellen könnte, da ein Seminar zu machen. Da habe ich zugesagt, parallel dazu jetzt die Veranstaltung, von der ich komme, wo sich es auch so um dieses Thema gedreht hat. Und dann habe ich eben fast ein halbes Jahr lang Zeit gehabt, immer mal so nebenbei zu recherchieren, auch so auf das Thema Kennzahlen und wie funktioniert es und ging dann auch so ein bisschen in das Thema Search Engine Optimization, also wie schaffe ich es, sichtbarer zu werden und in Suchmaschinen, zu werden. Um das mal den genau für Suchmaschinen. Also wie schaffe ich es, dass ich bei Google möglichst weit oben stehe? Genau, ja, das ist für Apotheken natürlich schon wichtig. Wir wollen mal noch mal einen Schritt zurückgehen, gar nicht mal erklären, welche Social Media Kanäle es alles gibt. Da haben ja sehr viele schon einen Überblick heutzutage. Aber ich würde mal gerne anfangen mit der Frage, wie unterscheiden die einzelnen sich? Ich habe bei Ihnen in einem Vortrag gesehen, dass es so ein Vier-Sphären-Diagramm gibt, sozusagen mit einer X- und Y-Achse, wo man einteilen kann, sozusagen, ob Social-Media-Kanäle eher sogenannte Cash-Cows, Rising Stars. Ja. Und die anderen beiden sind mir jetzt entfallen. Aber erklären Sie uns doch mal kurz auf, wie man die sozusagen für ihre Eigenschaften einteilen kann. Genau, also das hatte ich von irgendeinem Blog mir runterkopiert und ich fand das sehr einleuchtend. Die eine Achse, die untere Achse, beschreibt die Mitgliederzahl der jeweiligen Plattform und die andere das Wachstum der jeweiligen Plattform. Okay. Und da kann man dann eben 4 Quadranten bilden. Ja. Unten links sind die mit wenig Mitgliedern, geringem Wachstum. Da gehört zum Beispiel, glaube ich, war da Xing drinnen, ein eher professionell orientiertes Netzwerk. Dann die Cash Cows, also hohe Mitgliederzahl, aber nur noch geringes Wachstum, ist Facebook. Hat immer noch die meisten Mitglieder weltweit, wächst nur nicht mehr so stark. Und wieso Cash Cow? Eine Cash Cow ist ja im Englischen eigentlich das, was, womit man Geld verdient und wo man Geld rauszieht. Womit verdienen soziale Netzwerken Geld? Werbung. Mit Werbung.
Und die haben die größte Zielgruppe weltweit. Also sind dort die Werbepreise mit mehr noch als bei Instagram. Und ja. Okay, weil bei Instagram ist es ja wirklich schwierig durchzuscrollen. Ohne alle drei Posts ist gesponsert. Genau. Ja. Gut, genau. Okay, dann wäre die nächste Frage. Warum ist dieses Thema, hatte ich ja schon mal angerissen, für Apotheker überhaupt relevant? Die meisten sozialen Medien sind ja, sage ich mal, zentral. Also ich benutze zum Beispiel Facebook jetzt, um mit meinen Freunden in England und Italien sozusagen Kontakt zu bleiben. Da denke ich jetzt nicht an Vor-Ort-Handel. Ja. Ich will ja als Apotheker die Leute in meiner Umgebung sozusagen kontaktieren. Warum eignen sich dazu auch soziale Medien? Ja, auch da wieder eine Statistik, die ich jetzt zufälligerweise, ich bin gerade mit einem Artikel fertig, der in Kürze bei der AWA, bei ihrem Kollegen von der AWA veröffentlicht wird. Ja. Den leite ich ein mit dem Satz, dass 46% der Deutschen auf Social Media aktiv sind. Das ist statistisch jeder Zweite. Da gibt es vielleicht noch so ein Altersgefälle, aber das ist schon gar nicht mehr so relevant. Also okay. Mein Vater, der 74 Jahre alt ist, ich hoffe, ich darf das sagen. Also nicht für Sie, sondern für ihn. Aber na, mal gucken, ob es gesagt oder Sie. Schon ist es gesagt. Schon ist raus, man kann nicht mehr schneiden. Genau. Nee, alles gut. Der nutzt zum Beispiel auch Facebook. Natürlich primär, Facebook ist eine Freundschaftsplattform. Also natürlich bleiben viele mit den Freunden in Kontakt. Aber schauen Sie sich mal an, wem Sie alles auf Facebook folgen. Sie, Benjamin Rohrer. Ja. Sind das nur Menschen oder sind da auch Unternehmen dabei, wo Sie sagen, das finde ich interessant, was die produzieren? Ja, kann gut sein. Ja. Also, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Man weiß ja gar nicht mehr, auf was man alles so raufgeklickt hat. Genau, was ist gesponsert und was ist. Aber also tatsächlich, wenn ich da also von mir extrapolieren oder von Ihnen auf die breite Masse, geht nicht. Aber die Frage habe ich auch in jedem Seminar gestellt, wo ich das gehalten habe. Und es kam immer raus: privat nutzen Facebook oder soziale Medien fast alle Teilnehmer, also Mitarbeiter und Inhaber von Apotheken. Ja. Beruflich nutzt es ungefähr so die Hälfte bis zwei Drittel maximal. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, und folgt ihr nur anderen Menschen oder auch Unternehmen? Natürlich folgen die auch Unternehmen. Und das Unternehmen Apotheke bietet Dienstleistungen, Informationen und Produkte rund um die Gesundheit. Das ist natürlich durchaus relevant. Da setzt auch mal gleich meine nächste Frage an. Was ist denn sozusagen das Ziel für Apotheken, sich in sozialen Netzwerken zu engagieren? Ist es Imagewerbung für sozusagen die Marke Apotheke gegenüber sozusagen vielleicht auch unter anderem Abgrenzung zum Versandhandel? Ist es konkrete Werbung für einzelne Produkte, um Geld zu verdienen? Oder was? Worum geht's? Worum sollte es den Apothekern gehen, wenn sie sich in sozialen Netzwerken engagieren? Ja, also zum einen, ob es ein Einsprungspunkt tatsächlich dann für einen Verkauf, beispielsweise über eine App, die dann in eine Apotheke weiterleitet, wo man Rezepte vorbestellen kann oder so, weiß ich nicht. Was soziale Medien auf jeden Fall schaffen können, ist Sichtbarkeit erhöhen. Okay. Sie können auch das Ranking der eigenen Homepage steigern durch einen ganz simplen Trick, wenn man beim Posten von Beiträgen auf sozialen Medien auf die eigene Homepage verlinkt. Okay. Dadurch kriegt die Homepage einen Link mehr, also on top. Und das ist ja eins von vielen Kriterien für Google für das Ranking von den Homepagen. Je mehr Links auf die Homepage verweisen, umso wichtiger scheint die für die jeweilige Suchanfrage zu sein. Okay, aber da nochmal die Frage, wie erreiche ich denn die Leute in meiner Nachbarschaft, die ich ja als Apotheke da haben will wahrscheinlich? Indem sie zum einen erstmal diese Infoseite für Facebook gut pflegen, also mit Adresse, Öffnungszeiten und. Okay, indem sie ansprechende Bilder reintun. Ja. Also wenn die Mitarbeiter einverstanden sind, würde ich zum Beispiel immer das Team darstellen. Okay. Ja, dann gibt es einen Wiedererkennungswert. Okay. Die Offizien, natürlich ist eine Offizien schön und jede Apotheke, die guckt, ihre Apotheke ist die schönste Offizien, aber für mich als Kunden sind die irgendwo vergleichbar, genauso wie die Produkte. Aber die Menschen, die sind einzigartig und ich glaube, die machen auch den Unterschied. Und sozial, wir Menschen sind soziale Wesen, also lassen Sie uns doch auch die Menschen in den sozialen Medien ein bisschen in den Vordergrund stellen. Okay. Wobei ich sehe es ein bisschen differenziert. Und das ist der nächste Punkt, warum ich meine, es macht Sinn, aber es macht nicht für jeden Sinn. Okay. Sinn macht es dann, wenn sie da Spaß dran haben, wenn sie eine Message haben. Dann gehen wir mal kurz ins nächste Thema rein, Zielgruppe. Ja. Wenn ich mir die Medien angucke, die wir jetzt angesprochen haben, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ist sicherlich auch relevant für einige Apotheker. Also ich folge zumindest vielen Apotheken auf Twitter. Ja. Ist das wirklich ausschließlich? Ich habe auch in Ihren Zahlen, in Ihrem Vortrag gelesen, die höchste Zielgruppe besteht zwischen 25 und 34. Ja. Richtet sich das ausschließlich an junge und jüngere Menschen oder hat man die Hoffnung, damit auch ältere Zielgruppen zu erreichen?
die demografisch, zahlenmäßig sind natürlich die Mitte 20, ich würde sogar sagen bis Ende 30, diejenigen, die sind damit aufgewachsen inzwischen, die kennen sich damit aus. Menschen wie ich mussten das erst lernen. Okay. Ich habe auch viel recherchiert für die Vorträge. Aber denken Sie einfach an Menschen jenseits der 60, die dann oft in Rente sind, ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung haben. Für die ist das auch neu. Das heißt, die entwickeln da eine Neugier. Mhm. Und ich glaube sehr wohl, dass man die, wenn man es richtig macht, wenn man die richtig anspricht, dass man auch die dort abholen kann. Und dann geht es natürlich darum, wie kann ich die dann idealerweise in meine Offizien lenken. Mhm. Ja, da kann man dann Angebote, Aktionen machen. Okay. Mit einer entsprechenden Followerschar bin ich mir sicher, dass auch die pharmazeutische Industrie das macht. Also ich kriege zum Beispiel bei Facebook, bei Apotheken im Umkreis von, ich würde sagen, 150 Kilometern, ja. Immer wenn irgendwelche Kosmetik Ladies Nights sind, bin ich nur bedingt die richtige Zielgruppe, aber ich kriege das angezeigt. Okay. Wir haben eine Veranstaltung gefunden, die für Sie interessant sein konnte. Wie finde ich denn raus, welches Medium für mich gut ist? Weil ich habe jetzt nicht die Manpower und auch nicht die Lust, irgendwie 7, 8 verschiedene Kanäle zu bespielen. Ja. Wie finde ich das raus? Also erster Punkt, Facebook, Instagram und WhatsApp. WhatsApp blenden wir gleich wieder aus, nur der Vollständigkeit, wir gehören alle zu Facebook. Das heißt, was Sie auf Facebook, was Sie auf Instagram posten, können Sie ohne zusätzlichen Klick direkt auf Facebook posten. Dann hätten Sie die beiden Plattformen schon mal abgefrühstückt. Ja. Also mein Tipp wäre ganz pragmatisch. Selber anschauen. Ja. Das, was Ihnen gefällt, wo Sie sagen, ich als Apotheker fühle mich hier wohl, das macht mir Spaß. Ja. Das würde ich bespielen. Okay. Und wenn das dann TikTok ist, wo Sie Playback-Videos zu Musikstücken machen, Sie sich da aber am besten wiederfinden. TikTok auch vielleicht nochmal kurz erklären, das ist eine sehr junge, frische App. Genau, eine Teenie-App. Genau, die wahrscheinlich eher nicht so die Apotheken-Zielgruppe ist. Ja. Also ich denke heute über TikTok, so wie ich 2007 über Facebook gedacht habe. Ach, interessant. Ja. Okay. Nehmen es tatsächlich nicht wirklich ernst, aber es ist die am schnellsten wachsende soziale Plattform des Jahres 2019. Wahnsinn, okay. Ja. Gründungsjahr? Letztes Jahr? Oder? Nee, kommt aus China, gibt es da glaube ich schon seit 2013. Okay. Und es bedient tatsächlich dieses Playback-Thema und so ein bisschen... Ja, man muss kurz erzählen, was da gemacht wird. Da werden eigentlich immer nur so kleine Mini-Videos genau. geteilt. Ne? Also, ich nutze es noch nicht mal selbst. Also ich habe auch nur Secondhand-Information über bestimmte Veröffentlichungen. Ja. Kenne aber natürlich Menschen in dem Alter aus der Nachbarschaft, die das machen bei uns. Ja. Und die finden das super. Gut, die nächste Frage, wichtige Frage, welche Inhalte? Ja, auch also da. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt sicher bin, beim Schritt davor, gut, die drei, die wir eben genannt haben, Instagram, Facebook und auch dann irgendwie indirekt WhatsApp, ja. Mit denen will ich jetzt mal anfangen. Jo. Ich kenne viele in meinem Umkreis, die Facebook nutzen, viele potenzielle Kunden und möchte mir mal eine Facebook-Seite bauen. So, ja. Und dann nächster Schritt, was mache ich denn? Ja. Also das zum Thema, was wir jetzt auch besprochen haben, das Beste ist, man erstellt sich einen Plan, weil das Ziel kann ja entweder sein, ich werde nur wahrgenommen. Ja, also gerade momentan Thema E-Rezept. Ich merke, dass gerade ganz viele Apotheken jetzt anfangen, zum Glück anfangen, auf ihren Facebook-Profilen Statements zu posten, wie wir freuen uns auf E-Rezept, wir sind vorbereitet fürs E-Rezept. Meinen Sie, es hat was mit dieser Doc Morris-Kampagne zu tun, die ja sozusagen in ganz Deutschland bespielt wird, wo überall steht, das E-Rezept kommt und wir sind bereit, so nach dem Motto? Klar, also da muss man sich jetzt auch positionieren und darum finde ich das richtig. Also das, was Doc Morris da macht, ist total clever. Die haben diesen Begriff besetzt. Erstmal gebunkert für sich. Wenn die Leute ans E-Rezept denken sie wahrscheinlich erstmal an Grün-Weiß. Klar. Genau. Ja. So, und jetzt, ich will nicht sagen, ziehen die Apotheken nach. Noch haben wir Zeit, noch ist alles gut. Aber das zum Beispiel, das Thema Wahrnehmung, zu sagen, Achtung, dein rosa Zettel kriegst du bald aufs Handy, aber den kannst du bei mir genauso einlösen wie bisher. Okay. Weil die Prozesse ab dem Moment, wo du durch die Tür gehst, die ändern sich ja gar nicht. Und das ist für viele Nicht-Digital Natives wahrscheinlich nicht selbstverständlich. Okay. Wollte Sie jetzt nicht unterbrechen? Nee. Kam da noch was? Das Thema zum Inhalt. Also ich würde zum Inhalt gibt es eins. Es muss zu einem selbst passen, genau wie die Plattform passen muss. Alles, was ich auf Social Media sage, sollte ich auch im normalen Berufsleben so, genauso von mir geben. Das gilt für Apotheker genauso wie für Sie oder für mich. Das heißt also, wenn eine Apotheke, nehmen wir mal an, Schwerpunkt, was weiß ich was, Homöopathie hat oder Pflanzenheilkunde, also Phytotherapie, dass die sagt, Mensch, ich habe hier einen gewissen Wissensfundus, einen gewissen Schwerpunkt, Themenschwerpunkt aufgebaut, da würden Sie empfehlen,
Mach das, was du kannst. Mach das, was du kannst, weil wenn du dich verstellst, ziehst du die Leute an, ja, die auf das Verstellte abfahren. Okay. Und dann hast du auf einmal Menschen, mit denen du nicht mehr auf eine Ebene kommst. Verstehe. Okay. Ja, aber wenn du sagst, ich bin der Experte für keine Ahnung, für Darmgesundheit, für traditionelle chinesische Medizin oder so, ja, bespiel das. Ich würde es nicht ausschließlich fachlich machen, weil nochmal zu diesen sozialen Wesen, ja, immer wieder mal was, keine Ahnung, ein Bild vom Wochenende mit der Familie wandern gewesen, reicht es auch, wenn man die Kinder von hinten sieht wegen Datenschutz und so, ja, aber einfach so ein bisschen Einblicke in den Menschen gewähren, die man ist. Okay. Und dann sollte man noch überlegen, macht man das selbst als Inhaber einer oder mehrerer Apotheken mit einem vollen Arbeitstag und wahrscheinlich auch Wochenenden Notdiensten? Oder gibt es vielleicht einen Mitarbeiter, der total affin ist? Hm. Man könnte zum Beispiel mal gucken, wer von den Mitarbeitern hat ein Profil. Und immer wieder stellt sich raus, da gibt es dann PTA XY, die hat 50.000 Follower auf Instagram. Das heißt, die scheint ja irgendwas richtig zu machen. Das wäre mein Schritt als Chef, ich rede mal mit dir. Klar, ja, ja. Hast du Bock, das zu machen? Könnte man ja sozusagen, und würde ja sicherlich die Mitarbeiterin in dem Fall auch froh machen, genau, ihr Hobby sozusagen auch im Arbeitsalltag anzubringen. Also sie macht es ja wahrscheinlich gerne in dem Fall. Genau. Viele Apotheker, also stelle ich mir jetzt vor, ich habe auch schon mit ein paar drüber geredet, haben vielleicht auch so ein bisschen so eine Abstandshaltung zu Social Media. Mhm. Auch, finde ich, zu Recht, weil sie denken, Mensch, wir haben hier sehr komplexe Inhalte mit Arzneimitteln. Ja. Und Social Media sind sehr kurzlebig, schnell und oberflächlich. Ja. Sagen Sie deswegen, dass wirklich tiefe Inhalte nicht vermittelbar sind? Das heißt, wenn Apotheken was vermitteln wollen, müssen sie oberflächlich bleiben und poppig laut sein? Oder geht es schon auch fundiertes Wissen zu vermitteln? Es geht sicherlich auch fundiertes Wissen. Also ich glaube, so ein Video von Jan Reuter oder um den anderen zu nennen, Steffen Kuhnert, der ja auch eine hohe Aufmerksamkeit muss man im kurz Internet erklären, ist Apotheker aus Baden-Württemberg, glaube ich. Ne? Nee, Jan Reuter ist aus Baden-Württemberg, Steffen Kuhnert aus Köln. Ah, okay. Und ähnlich wie Ann-Kathrin Kossendey aus Oldenburg. Genau, und der Steffen Kuhnert hat so eine Digitalbewegung, digitale Apotheke oder so gegründet. Ne? Auf Facebook, genau. Inzwischen fast 2000 Follower und ist auch als Speaker unterwegs und stellt Konzepte vor. Also auch korrekt. Unheimlich spannend, was da alles passiert zurzeit. Ja. Und da sagen Sie, das ist durchaus möglich. Die schaffen es, komplexe und tiefgründige Themen runterzubrechen auf, ich würde sagen, 7 bis 10 Minuten Videos. Okay. Die schauen natürlich mit Sicherheit auch die Statistiken an. YouTube zeigt ein, wie viele Menschen bis zu wie vielen Minuten geguckt haben, optimieren dann die Folgevideos. Ja, ja. Und es zeigt auch schon, soziale Medien, also YouTube ist ja auch eins, die sind schnelllebig. Da springen wahrscheinlich viele Leute nach 2, 3 Minuten schon ab. Ja. Aber das heißt ja nicht, der erste Wurf muss sitzen, sondern ich muss hier nur aus dem, was ich mache, so viel lernen, dass der nächste Aufschlag besser wird und besser. Und so kann man es dann auch schaffen, organisch eine Basis an Abonnenten sich zu generieren. Okay, interessant. Wenn man das will. Interessant, ja. Ja. Nächster interessanter Themenpunkt für mich wäre, ist auch Teil Ihres Vortrags, Gefahren. Und Sachen, die man vermeiden sollte, auch aus juristischen Gründen. Ja. Also Sie haben zum Beispiel angesprochen, Kinder, ist klar. Klar. Ist auch presserechtlich schwierig natürlich, Kinder abzubilden. Aber es gibt noch weitere Punkte. Also da können Sie gerne mal noch ins Detail gehen. Weder kann noch darf ich Ihnen eine Rechtsberatung geben. Disclaimer Ende. Aber es gibt so Sachen wie Heilmittelwerbegesetz. Also alles, was RX ist und so weiter, sollte raus. Wenn Sie Werbung machen für ein Produkt, schreiben Sie dazu, dass das jetzt Werbung ist. Okay. Ja, wenn Sie nicht sicher sind, ist es Werbung oder nicht, schreiben Sie dazu, dass es Werbung ist. Wenn Sie nicht sicher sind, gilt das nur bei bezahlter Werbung oder bei unbezahlter Werbung, schreiben Sie das Wort Werbung irgendwo dazu. Okay. Ich habe im Laufe des Jahres mal auf eine Veranstaltung von meinem Arbeitgeber hingewiesen, in meinem Facebook-Profil, und selbst ich war mir nicht sicher. Okay. Und ich habe Werbung dazu geschrieben. Das tut nicht weh und stört niemanden. Wir sind da am Flughafen Berlin-Tegel. Jawohl. Jetzt sagen Sie nicht, Sie mussten nach Schönefeld. Gibt es da auch einen Flughafen? Sehr es schön. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, mir auch. Irgendwie im Flug. Ich hoffe, wir konnten den Apothekerinnen und Apothekern kleine Tipps, vielleicht auch größere Tipps geben. Falls sich jemand für weiteres Infomaterial interessiert, wie kann man Sie kontaktieren? florian.giermann@noventi.de. Okay.
Oder Werbung in eigener Sache. Ich habe einen Blog, www.edikt-von-cupertino.de. Da haben Sie auch ein Buch rausgegeben bei uns im Verlag. Bei Ihnen im Verlag, genau. Ein sehr lesenswertes Buch. Heißt genauso. Wurde mir diese Woche erzählt. Also es kommt nicht von mir. Ich habe es auch gelesen. Also ist, ja, danke schön. Interessant, spannend. Genau. Jo, und da bin sehr viel unterwegs. Und um eben im Zug nicht einfach vor mich hinzudämmern, ich fahre gerne und viel mit dem Zug, nutze ich diese Zeit eben zum Schreiben. Okay. Teilweise auch am Wochenende daheim. Und das lade ich dann da hoch und ja, schön. Auch das wächst und gedeiht. Cool, gut. Super. Das heißt also, falls unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Lust haben, Sie zu kontaktieren, wäre es für Sie kein Problem. Nee, das kriegen wir unter. Super. Ich denke nämlich, es ist ein Thema, was wächst. Genau. Definitiv. Super. Ja. Danke. Herr Rohrer. Hat Spaß schön gemacht. Schön war's. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und guten Flug. Ja, danke schön. Ciao. Ciao. Tschüss.